So, Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, was soll ich sagen? Ich hatte eben ein ultra hammer mega langweiliges Telefonat, ja, und da ich meist gern über Lautsprecher mit den Leuten rede, damit ich nebenher was machen kann, dachte ich mir, wie stehst du jetzt nur dieses Gespräch durch, ne? Denn er hat erzählt, ich muss eigentlich nur wenig zuhören. Also ja, normalerweise höre ich sehr aufmerksam zu, aber das war wirklich mega ätzend. Ja, und ihr kennt es ja, ne? Ihr nehmt dann, wenn ihr irgendwie am Schreibtisch sitzt, einen Kugelschreiber in der Hand und kritzelt irgendwie was auf ein Blatt Papier. Und ja, neben mir lag das Tütchen von meinem letzten Unboxing zu diesem DreamWorks Dragons Ferienspaß-Heftchen. Und da war ja dieser Hakenzahn drin, also unter anderem der Hakenzahn drin mit total schiefen Füßen. Und ja, ich habe den jetzt, glaube ich, 10-mal oder 12-mal oder so irgendwie was. Und ich habe ihn nebenher ausgepackt und dachte mir, wie sieht's denn wohl aus, wenn man mal diese Flammen am Schweif, ne, diese Flammenstacheln, mal ausschneidet. Ne? Man sieht ja hier sehr schön die vorgestanzte Form. Auch hier, ne, über den ganzen Rücken vor allem, ja, diese komische Narbe, die sieht ganz furchtbar aus. Wie wäre es denn, wenn man mal die Stacheln hier frei schneidet? Mit Kathi, Cuttermesserchen, die lag gerade nämlich auch neben mir auf dem Tisch. Ja, und wir hatten also beide nicht wirklich Spaß auf dieses Gespräch. Bös, gell? Absolut bös, egal. Auf jeden Fall haben wir mal hier dann die ganzen Sachen freigeschnitten. Ja, tatsächlich jedes einzelne Stachelchen rausgeschnitten, so gut es halt ging. Ohne Brille, ohne gescheite Schneidunterlage. Ich musste aufpassen. Und vor allem ohne mich zu schneiden. Ja, und als das alles gemacht war, dachte ich mir, mal ihn doch einfach auch noch gleich an. Denn das Wesen an der anderen Leitung dachte immer noch nicht daran, aufzuhören. Normalerweise sage ich immer Tschüss, wenn es mir zu langweilig wird. Aber ob ich jetzt Musik nebenher höre oder irgendein Geschwätz, ist ja egal. Auf jeden Fall, ihr seht es hier an meinem Finger, Lackfarbe. Ich habe das Modell also auch noch gleich angemalt. Und das, was neben diesem Telefongespräch dabei rausgekommen ist, das wollte ich euch einfach jetzt mal kurz in die Kamera halten. Nicht, weil ich es gut finde. Nein, es ist grauenhaft. By the way, ich habe hier auch die Krallen hier unten freigeschnitten. Ne? Also es ist grauslich schlecht gemacht. Und ich übertreibe wirklich nicht. Aber es soll euch vielleicht halt auch wieder ein bisschen anregen, ja, vielleicht auch kreativ zu werden, auch mal so ein Repaint zu versuchen, wenn ihr Figürchen doppelt und dreifach habt. Aber wenn ihr sowas freischneidet mit einem Messerchen wie ich, passt brutalst auf, bitte. Ja, ihr könnt euch so schnell schneiden, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Zur Not, wenn ihr es euch nicht traut, fragt euren Paps, eure Mami oder irgendjemand, der mit was Scharfem umgehen kann, um das Ding hier auszuschneiden. Man könnte es auch mit dem schmalen Lötkolben hier dazwischen, ja, rausbrennen. Aber nicht, dass dann eure Wohnung in Flammen aufgeht, ja? Also, ich zeig euch das jetzt und es ist schlimm. Es ist schlimm, egal, ich zeig's trotzdem. Weil mir ist ja nichts peinlich, ne? Genauso wie neben dem Gespräch hier eine Figur zu schnitzen und anzumalen. Das ist mein Repaint zu Hakenzahn. Und ja, ihr seht, ich habe hier die ganzen Rückenstacheln, Schwanzstacheln freigeschnitten mit Cuttermesserchen, auch die ganzen einzelnen Teile hier und vor allem das hier auf dem Rücken. Die Figur ist sogar noch ein bisschen feucht, weil ich komme jetzt echt gerade aus dem Büro, noch gar nicht richtig getrocknet. Ne? Also so sieht es aus, auch die Stacheln hier am Hals habe ich alles freigeschnitten. Ich halte die Figur nochmal daneben, dass ihr seht, also da muss man schon einiges machen. Darum könnt ihr euch vorstellen, wie lang das Telefongespräch ging. Ja, hier auch nochmal die beiden Schwanzenden hier. Gut, also und ich hatte hier meine Lackstifte auf dem Tisch. Ich habe wieder keine Pinsel und Farbdöschen geöffnet. Ich habe nur meine Lackstifte genommen und habe es halt so ganz wild angemalt. Ich habe mich jetzt nicht an die Vorlage von Hakenzahn gehalten. Ich habe es einfach ganz wild gemacht. Ihr seht, ich habe schwarz, rot und gelb genommen
Und auf der Unterseite erwartet euch gleich noch eine Überraschung. Ja, also einfach hier nur ganz, ganz wild reingetupft. Erst mit Gelb, dann mit Schwarz und dann dieses... Nee, halt, stopp. Nee. Ich hatte einen hellbraun. Vielleicht seht ihr das. Ihr seht drunter unter diesem Schwarz, seht ihr noch einen hellbraunen Ton. Denn diese Figur hatte ja schon dieses Muster. Das habe ich eigentlich mit einem anderen Braun zu übertupfen versucht, dass es einfach ein bisschen schmäler, ein bisschen besser aussieht. Und ihr seht, dieses Braun ist eigentlich eher heller. Und ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und nach diesem Braun habe ich eben angefangen, mit dem Gelb noch drüber zu tupfen, dann mit Schwarz und dann mit Rot. Normalerweise macht man es umgekehrt. Normalerweise fängt man immer erst mit der dunkelsten Farbe an, lässt es trocknen und macht dann mit der helleren, sprich Rot, weiter. Und ganz zum Schluss müsste eigentlich Gelb drauf. Ich habe es total quer gemacht, ne? Hier ebenfalls. Und ihr seht, ich habe hier... Also an den Zähnen habe ich mich nicht dran getraut, weil so einen schmalen weißen Stift hatte ich nicht. Die Augen sind original so, ja. Der Haken auf der Nase habe ich schwarz gemacht, die Hörnchen auch ein bisschen schwarz noch angedeutet. Ja, und dann habe ich hier über die Rückenstacheln auch noch rot gemalt und dann diesen schwarzen Querstrich gemacht und drüber nochmal gelb. Und ihr seht es ja vom Hals, Übergang zum Schweif und hier hinten habe ich es auch nochmal gemacht, aber nur mit Gelb. Okay, dann auch nochmal von dieser Seite. Ihr seht es ja, so einfach hier ein bisschen getupft auf die einzelnen Stacheln. So, dann kommen wir zur Unterseite. Und ihr seht hier blaue Flecken. Wie um Himmels Willen kommt der Ropi auf blaue Flecken? Keine Ahnung. Ich dachte mir, ach ja, in der Paarungszeit färben sich die Moorfroschmännchen blau. In der Paarungszeit kriegen manche Mauereidechsenarten blaue Punkte. In der Paarungszeit kriegen Smaragdeidechsen, die Männchen, blaue Kehlen. Also vielleicht befindet sich ja dieser riesenhafte Albtraum auf Brautschau, auf Brautsuche. Sucht ein Weibchen und wenn Weibchen auf einer Insel sitzt und er hier seine Kapriolen in der Luft schlägt und sie sieht die blauen Punkte, dann ist sie ganz verzückt. Oh mein Gott! Kann ihren Blick nicht mehr von ihm lassen. Ja, und so wäre das vielleicht einfach eine schicke Bemalung, um eine riesenhafte Albtraumdame aufzureißen. Leute, ja, den Bauch, seht ihr schon, habe ich hier einfach nur auch gelb betupft, sogar zwischen den Beinen. Ich bin durchgekommen mit dem Stift, bis zur Schwanzspitze natürlich, jawohl. Dann hier unten habe ich nur wirklich mit Rot getupft, mit Gelb und dann eben, ja, diese blaue Pünktchen noch gesetzt, seht ihr ja. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und auf der Seite habe ich dann auch noch ein bisschen mit Schwarz getupft, über den Körper, über die Beine, natürlich auch die Krallen. Ja genau, die Krallen habe ich auch hier freigeschnitten, kann man sehen ein bisschen. Also ganz grob, so grob es halt ging. Ja, ich hatte nicht mal ein Vergrößerungsglas. Normalerweise musst du da ganz, ganz helles Licht haben, richtig drauf gucken, damit du siehst, wo du auch schneiden musst. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja, okay, auf jeden Fall, das ist mein Repaint zu Hakenzahn bzw. Hookfang oder dem Monstrous Nightmare, dem riesenhaften Albtraum von den Battle Dragons. So, und ihr seht, das ist die Figur mit den mega verbogenen Beinen. Die muss ich noch irgendwie gerade biegen. Die stelle ich einfach ein bisschen auf die Heizung, beschwere es mit einem Gewicht oben, ja, dass die Beine richtig fest auf den Boden gepresst werden und dann steht er richtig gut. So, jetzt stelle ich die beiden hier so gut es geht nebeneinander. Vielleicht so, warte mal. Jo, ich glaube, so geht's, ne? Also hier seht ihr einen schönen Vergleich. Links normale Battle Dragon Figur, rechts mein Repaint, mein Telefon Repaint. Besser gesagt, ne? Leute, erzählt das bloß keinem, was der Ropi für Sachen macht, ne? Nicht vorbildlich, nicht vorbildlich. So bleibt er nicht stehen, nö, so kippt er. So, und dann die beiden noch von unten. Ja, so sieht das Ganze aus. Aber macht jedes Mal immer wieder Spaß, hier so eine Figur neu anzumalen. Und ihr macht da auch kein Geld kaputt, ne? Sind ja meistens immer als Beilage in einem Dragons Magazin dabei. Von dem her
kostet kein Vermögen und man kann sich einfach mal ausprobieren. Wobei es nicht ganz so einfach ist, da die Drachen halt doch recht klein sind. Okay, alles klar, ihr Lieben, das einfach nur noch ganz kurz dazu. Jetzt muss ich noch ganz schnell hier Dinos auspacken. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem anderen Video mit Dragons oder einer ganz, ganz andere Geschichte, denn ich habe wirklich wahnsinnig viele Sachen hier noch rumliegen, die darauf warten, ja, ausgepackt zu werden. Alles klar, bis dann. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay. Yeah.